Ja, die Stimmung ist natürlich im Moment besser, als sie vielleicht noch vor ein paar Monaten war oder vor ein paar Wochen. Das ist ja auch selbstverständlich. Aber nichtsdestotrotz merkt man auch, dass alle wissen, dass diese Spielphase, in der wir uns momentan befinden, eigentlich erst nach dem Bamberg-Spiel abgeschlossen ist. Das ist das Spiel an sich und natürlich dann auch die kleine Spielpause, die sich danach ergibt, wo man dann tatsächlich ein bisschen Revue passieren lassen kann, wo man steht und was man erreicht hat bis zu diesem Punkt. Ja, ich glaube, da geht es uns nicht anders wie allen anderen Teams. Das Stichwort heißt ja immer Stabilität und Selbstsicherheit. Für die Mannschaft hier ist es natürlich noch ein bisschen spezieller, weil wir ja quasi eine zweite Saison spielen mit neuen Coach, neuen Ideen und uns da jetzt im Moment wirklich sehr gut dabei anstellen, die Ideen umzusetzen, die Philosophie des Spiels besser zu begreifen und aufs Feld zu bringen. Und das wird natürlich auch jetzt im richtigen Härtetest gegen Bamberg unterzogen, aber weiß Gott dann auch weitere Härtetests in Atlend, in Göttingen, in Bremerhaven und dann nochmal zwei Heimspiele gegen Gießen und gegen Tübingen. Also viel Möglichkeiten, wie gesagt, die eigene Stabilität unter Beweis zu stellen und dann im besten Falle natürlich mit einer hohen Selbstsicherheit in die Playoffs zu gehen. Das ist im Moment das Spiel. Aber wir haben uns natürlich auch erfreulicherweise in einer Position gebracht, wo auch die Öffentlichkeit davon ausgehen wird, dass es das Spiel ist. Ist vielleicht jetzt vor ein paar Wochen hätte man noch gedacht, naja, okay, hoffentlich schlagen sie sich da einigermaßen tapfer. Jetzt wird sicherlich auch von außen schon ein bisschen mehr Spitzenspielcharakter wieder herangetragen und so empfinden wir das auch. Also wir sind nie eine Mannschaft und nie ein Verein gewesen, der sich vor so einen Aufgaben duckt. Also wir werden uns nicht kleinreden und werden Bamberg auch nicht über die Maßen großreden. Wir werden natürlich mit großem Respekt an das Spiel rangehen, aber auch mit der klaren Zielsetzung, dieses Spiel zu gewinnen. Das wäre auch, alles andere wäre auch falsch. Also zum Glück gibt es auch nicht genug Videomaterial aus dem Hinspiel, was wir jetzt für die Vorbereitung des Rückspiels groß verwenden müssen. So ein paar Stiche werden sie schon noch kriegen in ihr Herz, wenn sie dann vielleicht doch noch zwei, drei Szenen entdecken in den Clips, die wir zusammenstellen. Das schadet ja auch nichts, weil so mit gewisse, wie gesagt, mit so ein bisschen Stich im Herz darf man ins Spiel schon reingehen, aber wir sind ein anderes Team. Wir sind taktisch ganz anders ausgelegt und haben, wie gesagt, jetzt einfach auch eine andere Situation einfach einer guten Serie von guten Spielen hintereinander. Nochmal gibt es im Moment keinen Grund für uns vor diesem Spiel zu ducken. Ich denke, Bamberg ist, auch wenn sie jetzt vielleicht in Göttingen nicht so gutes Spiel hatten, weiterhin einfach ein extrem starkes Team, was sich so lange in ihrer Leistungsstärke nicht verändern wird, wie sie einfach konstant mit ihrer Mannschaft agieren können. Man sieht, sie haben dann immer Probleme, wenn ein Spieler ausfällt, wie Roberts in Göttingen. Solange das Kollektiv als Kollektiv so stark funktioniert, glaube ich, sollte man sich jetzt nicht der Illusion hingeben, dass Bamberg irgendwie schwächer wird bis zum Saisonende. Wir haben es in den letzten Spielen mit ganz unterschiedlichen Gegnern zu tun gehabt, Düsseldorf, Braunschweig, Frankfurt und haben es eigentlich immer gut geschafft, eine eigene Idee in das Spiel reinzutragen, wie wir vor allem defensiv die andere Mannschaft kontrollieren wollen. Und wie gesagt, offensiv lief es eigentlich von Anfang an auch gut. Nach dem Wechsel des Coaches defensiv hatten wir unsere Probleme und das war in den letzten drei Spielen ausgeräumt, weil wir die taktischen Ideen gut umgesetzt haben, aber das vor allem auch mit einer höheren physischen Präsenz, glaube ich, gekoppelt haben. Das heißt, wir waren da, wir haben sehr tough gespielt, wie man sagt, wir haben aggressiv gespielt, aber wie gesagt, wir hatten auch so die ein oder andere taktische Idee, die wir sehr klug und sehr konsequent umgesetzt haben und so wird es sicherlich gegen Bamberg auch sein.